Was machst du da oben? Ich esse. Steck fest! Ich raste aus! Ich will so einen Narrenhut haben. Boah! Du bist schon nah genug, ey! Was hat alles bei verpixelt, weil die Treppen sind noch nicht mal richtig geladen, ey. Die sehen aus wie so glatte Abschiebebahnen, ey. Die haben keine Stufen, ey. Ich kann durch den Boden gucken. Mit welchen da? Oder? Etwas kann ich dienen. Aber wie kommt man denn da hoch? Ma. War auf das Schiff? Ja. Scheiße. Ich bin ins Wasser gefahren. Raus aus dem Wasser. Ja, ich bin dabei. Aber warum wird das hier? Warte mal, ist das überhaupt das Richtige? Wo ist mein hier hin? Nee, das ist das andere. Das ist doch das andere Schiff. Ich dachte, wir müssen auf das andere Schiff. Ja. Boah. Ich bin schon drüben. Was machst du denn da für einen Umweg, ey? Du hättest doch einfach von dem Schiff hier rüberspringen können. Oh, schlimm. Du Mongo, ey. Du bist der Clevere von uns beiden, die Welt kann doch Wiedersehen sagen. So, dann verschwein dann. Ja. Du wirst schön Gulasch gegessen. Oh. Das war die erste Reaktion, die der Daniel hat, ob man essen kann. Oh, Notration. Oh, Fernbedienung. Oder Fernseher, genau. Warum ist deine erste Reaktion auf etwas, was nicht funktioniert, das zu essen? Ich hab noch mal mit dem geredet, aber das bringt nichts. Müssen wir die Leute hier anstecken? Wir sind voll die Scheißtypen hier. Du willst auch noch irgendwas essen und ich will Leute töten. Warum ist deine erste Reaktion darauf, ob man es töten kann? Alter. Dann verarsch mich vor der Questzeichen. Wir müssen irgendwas in Brand stecken. Oder irgendwas trinken. Können wir das Schwein das trinken? Ich kann mir richtig vorstellen. Was soll man verbrennen wollen? Verbrennt die. Die Schreine liegen. Das ist die Blumen verbrennt. Was für Blumen? Wo sind hier Blumen? So ein Blumenverbrennen. Wissen wir, die ja hier sind Blumen. Geht kann nicht. Doch, warte hier. Der Bücherregal, scheiße. Ja, Bücherregal, Blumen. Ja, ich dachte, da stand eh irgendwie für Feuer spucken, oder? Ja, jetzt trinken wir mal und jetzt kommen wir ins Traumreich. Ich dachte schon, wir müssen dem das jetzt geben. Das hätte er sich auch selber holen können. Ihr wollt uns helfen, die Dolche jetzt? Wir kämpfen. Wir müssen es trinken, oder? Ja. Ich hab nix. Ich hab's getrunken. Dann wird schwummerig. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ich bin schon wieder. Oh Gott. Siehst du mich noch? Ja. Ja, ich bin gerade auf einem Trip. Ja, jetzt kann ich erstmal trinken, ey. So. Ja, willkommen im Trip.
dauert ein bisschen, bis er da reinhaut. Oh. Oh. Boah, was trinkt ihr in Nord für einen Scheiß, ey? Oh, schön. Die Kinder, dass ihr so unsozial seid. Ihr wollt uns helfen, die Dolche zu verteilen. Wir kämpfen. Oh, hat der denn immer noch ein Kriegszeichen? Das Ding hat auch noch eins, wir können noch mehr zapfen. Wir erfüllen einen wichtigen Dienst, wisst ihr? Das wird was? Lustig. Abgeschlossen. Ja, ich hab das doch schon gezapft, ey. Wieso kann ich das denn jetzt nochmal trinken? Oh. Was machst du da? Wer ist da? Ich hab den zum Kampf herausgefordert. Weil ich betrunken war. Ich will auch. Jetzt haben wir getrunken, jetzt können wir die Blumen verbrennen. So. Was ist das denn? Bei mir ist hier... Oh Gott. Stadt. Was ist denn hier? Alter! Warte. Sind wir immer noch betrunken? Nein, bei mir ist die Grafik voll im Arsch. Weißt du, wo wir ja durchgegangen sind? Erstmal durch die Tür und dann war da eine Felsenmauer. Das war einfach durchgegangen. Weißt du, was ich jetzt hier sehe? Ja, sagen wir mal so, bei mir fliegen gerade alles, fliegt einfach nur in der Luft und alles ist weiß. Nur die Gegenstände fliegen halt in der Luft, werden von der Luft getragen. Geil. Und ich weiß den Hintergrund sehen alles, ey. Was ist denn hier los, ey? Grafik voll im Arsch, ey. So, er hat gesagt, er ist außerhalb der Stadt irgendwo, also. Na super, hätten wir mal beim ersten Mal zugehört. Nein, falscher Balkon. Nein! Wollte gerade sagen, ich spring einfach rüber zu dem anderen. Danke, dass du das für mich getestet hast. Mit trotzdem schneller. Sehe ich nur im Hintergrund so. What? 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 Du bist doch nutzlos. What? Du bist auch da lang gegangen. Ja, ich bin dir gefolgt. Ich wollte ja auch noch da raus. Ich weiß echt nicht, wie Türen funktionieren. Du kommst ja nicht raus. Es kann nur einen geben. Der versucht natürlich wieder höher zu krabbeln. Natürlich. Ich will gegenüber von dir sitzen. Ja, da geht das unwürdige Obst, fällt den Baum runter. Ah, da kommst du nicht hoch. Da gehe ich ein bisschen zurück. Aha. Ja. Ich kann auch nicht springen, Mann. Ich kann springen. Dann gehe ich eben hier hin. Wo willst du hin? Was? Sieht voll romantisch aus. Sieht voll aus wie Japan, ey. Jetzt komm ich da nicht mehr rauf, leck mich. Bin ja gerade einfach so raufgelaufen. Müssen wir irgendwie nur so eine Teetasse in unseren Händen haben. Oh, hier oh, bei mir in der Kamera fliegt gerade ein Schmetterling an mir vorbei. Jetzt wird's voll dunkel. Ja, dann ist Anker. Anker! Da waren wir doch gerade schon, oder? Nein. Doch, waren wir. Was ist denn da? Pflanzen pflücken. Wieso? Was hab ich so gegessen? Was stimmt denn eigentlich nicht mit dir? Ich muss wissen, was das macht. Ja, du musst wissen, wie das schmeckt oder was, ey. Wie so ein Kind, ey, das irgendwann. Okay, ich mach das auch. Ich esse auch alles, was auf dem Boden fällt. Ob der auch mäht? Wir verkaufen nur den da. Nicht das Fass, den Typen. Will ich aber nicht.
Guck mal, der hat Goldspray aufgelegt. Der sieht voll goldgebräunt aus, ey. Was ist denn mit dem? Ah, nee, das den, ja. Warum bist du denn in der Tresen? Geh aus den Tresen raus. Ja, das ist mein Enkel, der da tanzt. Der ist bei mir. Wollt ihr den sehen? Der war beim Militär, der dann. Das passiert, wenn du im Militär bist, Daniel. Danach hast du einen französischen Akzent. Das ist ein Affe. Der ist voll wund, der kratzt sich am Arsch, der Affe, der ist voll unbeeindruckt. Du bist echt nutzlos, Daniel. Jetzt will er was kaufen, der Affe. Weiß nicht, was du da vorhast. Meinst du, die sehen dich nicht, wenn du den von da oben triffst? Der Rotstoff da hinten, der steht als erstes. Ja. Du bist doch so ein nutzlos. Ja, wir haben falschen angegriffen. Der Typ brennt immer noch. Boah, von nur von Gestörten ist man hier oben singelt. Will den Tanzenden da töten. Was? Was krallt? Ah! Nein. Das ist eine wütende Ehefrau, Daniel. Du hast sie nicht befriedigt. Wie war hinter mir? Ja. Jetzt rennt noch eine andere hinter dir her. Ja, die andere kommt auch. Die aktiviert irgendwas von da hinten. Mit Daniel, den kommst du nicht. Der muss schneller laufen. Jetzt. Die versucht die ganze Zeit die Krallen zu machen, aber bis außer Reichweite. Hier ist eine Truhe, einfach. Ich muss mich in der Masse verstecken. Was ist denn jetzt da getrunken? Ich bin unauffällig. Ja, mach weiter. Es funktioniert. Ich bin unsichtbar. Ich höre keine Kampfmusik, jedenfalls. Aber das ist ja eine richtige Band, ey. Du machst das irgendwie falsch. Solltest du lieber auf der Bühne sein und nicht unter den normalen Leuten? Mal dreh ich mal um. Tanz, Daniel, tanz. Wie tanzt die denn da oben? Ich tue ja vorher das Spotlight klauen. Willst du mich verarschen? So willst du das, oder was, Daniel? Ja, ich bin der Stripper hier. Okay, Daniel, du willst es so. Du willst es echt so. Mach ruhig weiter, Daniel, es dauert ein bisschen. Ich bin nun verrufen. Ah, schön. Ja, guck mal, da ist eine Wache da vorne. Ja, warte, ich komm gleich zu dir. Die schaut mich an. Ich glaube, sie ist schon Verdacht. Nur vielleicht ist sie einfach nur hypnotisiert. Unter seine Ey. Unter seinen Zwingerhalm hier raus. Du hast keine Ahnung, was die Erotik ist, Daniel. Ne, warte mal. Das ist schon wieder so perfektes Intro-Material. Ja, warte mal, ich bin noch nicht. Ja,
Ich will den Tanz haben, den die eine ganz links hat. Aber wir bleiben jetzt so lange hier, bis mein Kopfgeld abklingt. Ich habe 234, also kann das noch eine Stunde dauern. Ist doch egal. Zernackt. Wer? Ich schwebe. Du stehst bei denen. Bei mir schwebe ich gerade. Oh Gott, nein. Nein. Nein, es ist passiert. Ja, steckst du fest? Ja. Bei mir stehst du einfach nur da. Ja, ich steck fest. Ich raste aus. Versuch mal zu tanzen oder irgendwie so. Okay, aber das bringt ja nichts. Du siehst das dann nicht, ey. Ja, aber du. Nur der Oberkörper bewegt sich. Ah! Ah! Er hat sich 180, 360 Grad gedreht, der Körper. Ah! Ja, das ist eine Maschine, die Beine bewegen sich nicht, aber der Körper dreht sich um 360 Grad. Ja. Wie bei mir damals. Ja. Oh, leck mich, diese Krone ist scheiße. Aber du schwebst einfach nur alleine in der Luft. Ich dachte, ich stehe. Ja, ich weiß. Das sieht voll, von deiner Seite sieht das voll langweilig aus. Du stehst einfach, ich stehe einfach nur in der Luft, ne? Ja. Ja, so sah das bei mir auch damals aus, als ich bei dir zugeguckt habe. Was soll denn der Scheiß? Ich will hier runter. Ich setze mich mal hin. Auf den Stuhl. Boah! Wie sieht das aus? Das sieht gestört aus. Jetzt schwebe ich über den Stuhl. Jetzt schwebt ihr einen Stuhl in der Luft und ich schwebe über dem Stuhl. Irgendwie meine Beine bewegen sich wie immer noch, ey. Du bist Knorke. Boah. Ah, ich hab's auf dem Kopf. Was hab ich hier denn noch für einen Scheiß? Ich hab eine Wäsche, Heine. Was? Was hast du da gemacht? Ist das ein Croissant? Du denkst auch nur ans Essen, oder? Hey! Dieser Fässer! Hey, Mann!